Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Ich würde sagen, wir machen wieder Map Clear. Wir haben hier drüben alles fertig, ne? Ja. Dann würde ich ins Harati-Hinterland gehen. Ich frage mich, ich glaube, ich bin durchgelaufen wegen dem... Nee, oder? Bin ich durchgelaufen wegen den Champion? Ich weiß es echt nicht. Okay. Auch okay. So. Und dann fangen wir mal an, hier zu erkunden. Ich mach mal ganz kurz eben. Gehe ich in den einen Tab rein, den ich hier offen habe, damit ich sehe, wo ich hier, was für Tierchen herbekomme. Klopstock ist mit Sprengstoff zum Strand unterwegs. Diese Zentauren sollten sich lieber in Acht nehmen. Klopstock ist zu allem bereit, wenn es ihm gelingt, die Verteidigungsanlagen vom am Ufer auszuschalten, können die Serapen Angriffstruppen anlanden. Ich sollte besser dafür sorgen, dass diese Verteidigungsanlage zerstört wird. Wo ist denn der? Ah, da oben. Komm mal her, du. Mögen die sechs diese Raffen. Willkommen im Kriegsgebiet. Wollt ihr mir helfen, ein paar Flohfälle zu erledigen? Ja, aber ich bin selber ein Flohfall. Und diese Raffen wurden beim Angriff auf das Uferklippenlager getroffen. Ich werde der Held sein und die Katapulte ausschalten, mit denen diese Raffen niedergehalten werden. Seid ihr dabei? Aber los geht's. Sicher. So, ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, weil das Uferklippenlager. Nachtwache-Soldaten haben es einzunehmen versucht, aber der Strand ist gut geschützt. Und da kommen wir ins Spiel. Das Problem. Scheint, als würden die Zentauren ein Empfangskomitee schicken. Wir sind entdeckt worden. Okay, darf ich jetzt reden? Das Problem ist, dass ich das ein bisschen laut fand in den letzten Parts, dass man mich teils ein bisschen, also... Haltet die zwei Beine auf! Stampft sie in den Boden! Dass ich so laut ungefähr war wie die Musik und man deshalb teils manchmal mich nicht verstanden hat, habe ich zumindest so empfunden. Und deshalb dachte ich mir, ich mache jetzt ein bisschen leiser. Ich finde, aber nur die NPCs sind teils lauter wie ich, was ein bisschen störend ist. Gesellschaft. Ja, und wo? Ah, da hinten. Oh, und da. Ah, okay. Euer Kopf ist eine hübsche Trophäe für meine Backen heilen. Na dann, wenn du sagst. Aber ich glaube eher, dass dein Kopf meine Wand zieren wird. Ich mach mal kurz dich kaputt, damit du mir hilfst bei dem Veteran. Also, ich räume mal nebenbei mal kurz das Inventar um. Komm, ich kann nur das Teil hier benutzen. Ah, okay. Jetzt war ich gerade. Deckt mir den Rücken, während ich die Ladungen platziere. Tötet alles auf vier Beinen. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wo das Viech ist, aber ich dachte, da folgt mir jetzt ein Uga, aber da ist mir keiner gefolgt. Da ist mir eine Hyäne, oder? Wie der Ding heißt, gefunden. Wo ist das da? Ja, so, was haben wir denn hier? Dann öffnen wir das einmal. Ja, du bist irgendwie cute. Jetzt mache ich euch fertig. So. Oh. Bist schon beim nächsten. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Aua. Dann. Am Heilen. So, okay.
Dann machen wir die letzte Ladung ran. Und dann mache ich, während ich das darauf warte, mache ich... Die Ladungen sind platziert. Weg hier! Okay, weg hier. Bleibt hier. Sie werden Späher schicken, die der Sache auf den Grund gehen. Das wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Okay. Sichert die Katapulte. Findet die Zweibeiner und bringt sie zu mir. Mit den besten Grüßen der Menschheit, Schindmeere. Haha, bumm! Jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Begeben wir uns zum Strand. Alles klar. Menge weggesprengt. Grober Schleifstein. Was bist du? Ein Schleifstein. Okay. Dann werfe ich die wieder weg. Ui. Gute Arbeit am Strand geleistet, Klopstock. Ich hatte Hilfe von ein paar Freunden. Die Truppen sind fast bereit. Kann ich beim Angriff auf euch zählen oder werdet ihr zu alt für solche Sachen? Das sagt gerade ihr. Ich werde euch ein paar Flohfälle übrig lassen. Nehmt die Köpfe runter und dämpft die Stimmen. Sie dürfen uns nicht zu früh bemerken. Alle Truppen sind hier und bereit. Es wird Zeit. Jetzt alle zugleich. Angriff! Los! Tötet alles auf vier Beinen! Alles klar. Aber ich weiß nicht, ob ich das alleine hinbekomme, weil manche Events, die... bleiben ja nicht gekappt. Das heißt, ich muss gucken, ob ich das machen kann. Vielleicht geht's nicht. Vielleicht kann ich das nicht machen. Okay. Ich glaube, ich habe den Urgott schon mal gemacht und der ist jetzt auch gerade. Ich hätte schon Lust, den zu machen, muss ich gestehen. Ich glaube, ich laufe dahin. Weil ich den schon echt gerne machen will. So, warte mal, ich laufe da mal. Ich mach das. Ich will dahin. Ich weiß halt echt nicht, ob ich den schon mal gemacht habe. Aber es macht keinen Sinn, warum ich hier... Nee, habe ich ihn... Oder habe ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich da oben auf jeden Fall bei den Script war. Aber habe ich den gemacht? Ich weiß es echt nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich den gemacht habe. So, kann ich hier lang fahren? Ja. Schwäche macht mich krank. Ich bin, warte mal. / Wiki.et. Ist die Frage, ob der wirklich ist oder der Kommandeur einfach ein Blödmann. Warte. Euer Sieg wird von der ist gleich, okay. Mag ich den mitmachen. Bevor ich jetzt hier rumlaufe und der gar nicht ist und... wär das schon doof? Wir heilen wie ein Wesen. Ja. Also sind mir ein bisschen zu viele Gegner gerade. So. Hallo, Ridlock, ne? Du! Hast du schön gegessen? Der hat gerade eben noch Essen bekommen. In der Hoffnung, dass er jetzt mich aufnehmen lässt, weil ich nämlich gestern schon versucht habe aufzunehmen, aber er mich die ganze Zeit angegriffen hat, weil er doof ist. So. Dann habe ich das Herz hier auch schon fertig. Geh mal weg jetzt. Komm. Geh weg. Darf ich mit dir reden? Nein, darf ich nicht. Macht gibt recht.
Wo ist denn hier der Kontrollpunkt? Darf ich aufmounten? Ich sehe gar nicht, was ich aufmounte. So. Hm? Ich mag den Aufbau. So, wo ist denn der Kontrollpunkt? Da drüben. Auf dahin. Kontrollpunkt einnehmen. Oh, ich glaube, gleich klingelt's. Ich müde mich mal ganz, ganz kurz. Alle Kompanien zum Knotenpunktlager. Vorwärts! Ich habe ein bisschen Angst, dass es gleich klingelt. Ich habe gerade das Piepen gehört von dem Gerät, aber ich bin mir nicht sicher. Menschen, bald tretet ihr euren Schöpfern gegenüber. Ich habe keinen Bock, das rauszuschneiden. Mann! Ach komm, das ist doch kacke. Vielleicht klingelt es ja gar nicht, wo unten schon ein Nachbar ist. Das wäre zumindest sehr toll. Das Problem ist, manchmal kommt die Dame um 9, manchmal kommt die um 10, manchmal kommt die um 11, manchmal kommt die um 12. Und einmal war sie auch um 14 Uhr da. Und das Problem ist, ich kann mich halt da nicht hin, also da nicht richten. Weil ich halt nicht weiß, wann die da ist und wann nicht. Das ist halt ein bisschen scheiße. Und manchmal bringt die halt auch gar keine Pakete. Das ist halt keine Ahnung. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe gerade echt keine Lust, Päckchen anzunehmen oder Pakete anzunehmen. Mein Gott, alter Schild. Angriff! Lass keinen am Leben. Gebt diesen Flohfällen, was sie verdienen. Das wird mir oh, da ist ein Champion. Okay. Fuck. Ein Kater geht gerade ab. Ich höre das Piepen, das macht mich nervös. Oh. Ich habe Angst. Ich will das nicht rausschneiden. Komm, wir haben Sleeps. Don't do it. So, können wir den Champion kurz klatschen. Ey, das ist halt so dumm. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, ich glaube, das war am 3. War das halt auch. Ich wollte aufnehmen, bevor ich aufgenommen habe, Gridlock, total am Rumspinnen. Dann habe ich halt ein bisschen mit ihm gespielt. Dann klingelt es, ich gehe runter, gehe wieder hoch, will gerade auf die Aufnahmetaste drücken, es klingelt wieder, ich gehe runter, dann steht da eine Frau, ich diskutiere mit der, weil die halt irgendwas wollte und es mich etwas verwirrt hat und bla, und dann gehe ich wieder hoch und erst dann durfte ich endlich aufnehmen. Also, das war schon sehr anstrengend. B nach Norden, C nach Süden. Bleibt bei eurer Kompanie. Ich glaube, da unten ist keiner. Oder nicht so viele. Ich gehe da mal hin. So. Bei der Südschmiede geht es rund. Los, dorthin! Guck mal, da ist noch ein Häuschen. Ist das da drüben noch da? Sieht nicht so aus. Oder? Ihr sterbt schmerzvoll. Jetzt ist der Kommandant auch da. Die
leider nichts Gutes bekommen. Brumm. So, mal gucken. Und wir kämpfen zwei Beine. Ja. Zurück in euer Loch. Das ist äußerst bemerkenswert. Okay, ich bin verwirrt. Irgendwie kommt das Event, worauf ich gerade gewartet habe, nicht. So, einmal kurz verkaufen. Das mal kurz weg und ich töte ihn. Ihr haltet mich nicht auf. Ihr seid nicht stark genug. Sterb! Pscha. Na, gucken, was ist das? Okay, dann brauche ich gleich das Eisen ab. Erstmal warte ich kurz darauf, dass der Herr hier spawnt. Dim, 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 dim. Bitte spawn, dankeschön. Kommt zurück! Das Tor ist zerstört! Brecht ihre Moral und dieses Gebiet ist unser! So. Ganz kurz eben die Sachen abbauen. So, dann blende ich das hier aus. Und geh. Geschafft. Den Dude klatschen. Der Mut, ihr Brückenkopf im Hochland ist unser Bestes, Leute. Befestigt ich unsere verlange. Stellung hier und haltet Ausschau nach dem Mut, ihr Krieger. Durch meine Hand. Kriegsbüschchen klatschen. Ringe laut. What the fuck? Gesund und kräftig. Gesund und kräftig. Jeder muss seinen Teil tun. Achtung, Vergeltungsschlag. Gesund und kräftig. So, komm her. Attacke! Dieser Schlitzstrahl!
Ich kehre nicht in das Land zurück, aus dem ich kam. Das tut mir leid, aber... Nein. Aua. Aua. Der macht ganz schön gut Damage. Und meine Stimme macht ganz schön wieder Faxen. Was ist los? Was hast du gesagt? Warum darf ich mit dir reden? Tod den Hufträgern. Genau. Okay. I don't know, wow. Guck mal, ich helfe dir mal ganz kurz hoch. Und dann rollen wir weiter, beziehungsweise zurück von da, wo wir herkamen. Dum, 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 dum. Toko. So, ich weiß gar nicht, woher kam ich denn? Irgendwo von da unten. Warte, ich will da lang. Ich will da lang. Bitte. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Guild Wars 2. Bis dann und bye bye.